gerade in Galiläa eine Reihe von Gemeinden besucht und waren sehr beeindruckt von der Herzlichkeit, von der Lebendigkeit, die aus diesen christlichen Gemeinden hervorgeht. Und ich denke, das sollte jeder Pilger, jede Pilgergruppe, die dorthin fährt, bei ihrem Reiseveranstalter, natürlich denke ich, dass die meisten mit dem Deutschen Verein vom Heiligen Lande dorthin reisen, das sollte jeder Pilger bei seinem Reiseveranstalter auch anmahnen, dass dies ins Programm mit eingeplant wird. Und schließlich vielleicht noch kurz ein Satz zu einem dritten Punkt. Der Deutsche Verein vom Heiligen Lande ist der größte Vermittler von Zivildienstleistenden in diesem Gebiet. In Deutschland, also der andere Dienst im Ausland, den man anstelle von Bundeswehr machen kann. Da haben wir also eine Reihe junger Leute, die dorthin vermittelt werden, in unserer Einrichtung, in andere Einrichtungen. Und auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein ganz wichtiger Punkt, denn wenn man sieht, wie diese jungen Leute nach dieser Zeit dort beeindruckt sind von ihrer Arbeit, wie sie weiter sich dort engagieren wollen, dann ist das ein ganz besonderes Dankeschön für uns. Ja, die enorme Bedeutung der Bildung ist schon von beiden Seiten jetzt angeklungen. Sie, Herr Erzbischof, Sie haben mal den Satz geprägt, der Friede wird um die Schulbänke herum aufgebaut. Und Sie haben vor 25 Jahren, also auch ein Jubiläum, 1982 in Ibilin ein Gymnasium gegründet, ein interreligiöses Gymnasium, ein Erziehungs-, ein Bildungszentrum. Und vor 4 Jahren gar eine Universität, die allen Gruppierungen, allen religiösen Gruppen offen steht, also Drusen, Juden, Christen, Moslems. Welches Konzept steckt dahinter und wie sind konkret Ihre Erfahrungen nach diesen 25 bzw. 4 Jahren? Well, thank you. I think it is good for useful for many among you to paint a picture of Christianity in the Holy Land. We are now, it's debatable, we are between 140 and 147,000 Palestinian Christians in Israel. Also vielen Dank. Vielleicht ist es für Sie alle ganz interessant, zunächst ein kleines Bild von den Christen im Heiligen Land zu bekommen. Es gibt, also da ja, sind sich die Leute nicht so ganz einig, so zwischen 140 bis 147,000 palästinensische Christen im Heiligen Land zurzeit. These Christians are subdivided into different churches. The Melkite Catholic Church with 76,000 Christians. Und diese Christen sind nochmal unterteilt, also gehören verschiedenen Kirchen an. Und dabei gehören der Melkitisch-Katholischen Kirche 76,000 Christen an. The Roman Catholic, the Latins are between 10,500 and 12,000. Und die römisch-katholischen, also die lateinischen katholischen Christen, sind zwischen 10.000 bis 12.000, ja. And the Greek Orthodox, none is Greek, I don't know how many are Orthodox, are about 40,000. Und die griechisch-orthodoxen sind etwa 40.000. Davon sind aber jetzt keine Griechen in dem Sinne. We all live in Galilee. When Israel was created, many towns were emptied from their Christians and their Muslims. Also wir alle leben im Gebiet von Galiläa, denn als der Staat Israel gegründet wurde, wurden viele Städte von den Christen praktisch leer gemacht. That's why around the Sea of Galilee there is no more any Christian community. Und deswegen, das ist auch der Grund, warum es um den See von Galiläa eben keine christliche Gemeinschaft mehr gibt. And we are very happy for foreign congregations who were able to keep the holy shrines. Und wir sind deshalb sehr froh, wenn ausländische Kongregationen kommen, um die Heiligtümer dort auch aufrechterhalten zu können. The immigration of Christians is extremely alarming. Also die Auswanderung von Christen ist also wirklich alarmierend. Bethlehem is almost a non-Christian city. Bethlehem ist eine fast ganz nicht-christliche Stadt. Jerusalem had maximum between 5 and 7,000 Palestinian Christians.
Und Jerusalem hat noch also maximal zwischen 5.000 bis 7.000 palästinensische Christen. And in order to decrease the immigration, we thought the best way would be to provide a genuine education for our young generation. Und um eben der Auswanderung entgegenzuwirken, um die zu verringern, haben wir gedacht, das Beste ist, unseren Jugendlichen eine echt christliche Erziehung zukommen zu lassen. And that education cannot be closed-minded. It has to be opened. We have to invite our Muslim neighbors, our Jewish neighbors and others to join our children at the early age. Und das kann aber keine engherzige Erziehung sein, sondern das muss eine ganz offene, eine ganz weite Erziehung sein. Und deswegen müssen wir auch unsere jüdischen und unsere muslimischen Mitbürger einladen, wirklich mit unseren Kindern zusammenzulernen. If they sit together, they will learn how to write the history of their future together. Denn wenn sie einfach auf der Schulbank nebeneinander sitzen, werden sie lernen, gemeinsam miteinander ihre Geschichte in der Zukunft zu schreiben. Another fact that can help our Christians to stay in their villages is the solidarity with you in the West. Und eine andere Tatsache, die eben unseren Christen auch helfen kann, wirklich in ihren Dörfern, in ihren Städten zu bleiben, ist die Solidarität mit ihnen, mit dem Westen. I am so grateful to know that very soon the German bishops will come also to Galilee. Und deswegen bin ich auch ganz, ganz dankbar, dass sobald die deutschen Bischöfe nach Galiläa kommen werden. I hope they will take time to visit the communities. Und ich hoffe, sie werden sich auch wirklich Zeit nehmen, die Gemeinden zu besuchen. I hope they will take time to accept our hospitality. Und sie werden sich auch Zeit nehmen, also unsere Gastfreundschaft anzunehmen. This is extremely important in the presence of Israel. If you come and visit us. Und das ist eben ganz, ganz wichtig in der gegenwärtigen Situation von Israel, dass sie kommen und uns besuchen. And since education is so important, we need to build few more schools in different communities. Und weil eben die Erziehung ein so wichtiger Faktor ist, müssen wir auch noch weiterhin Schulen in anderen Gemeinden bauen. And here I can rely on you, Your Eminence, on you, the High End, and Kirche in Not. Und ich weiß, dass ich mich hier auf Sie, Eminenz, und Herr Kusl-Imlinghaus und auf Kirche in Not verlassen kann. How can we manage without you? Denn ohne Sie können wir das also gar nicht fertigstellen. Thank you. Vielen Dank. Herr Erzbischof, wir haben das Phänomen der Auswanderung angesprochen. Wir sollten aber auch ein anderes Phänomen ansprechen, weil es mir wichtig erscheint. Es gibt auch viele christliche Einwanderer, sogenannte Kryptochristen vor allen Dingen aus Russland. Und es gibt eine enorme Zahl von Palästinensern, die mittlerweile im Ausland leben. Sind das nicht ganz neue Aufgaben für die Pastoral? Wie wichtig ist dieser Aspekt? You see, that is a problem for the future. Wissen Sie, das ist ein Problem wirklich für die Zukunft. But it has to start today. Aber es muss heute angegangen werden. When the big immigration of Soviet Jews started to Israel, there were 1 million, so to say, Jews who came back. Also als die große Welle von Immigranten, von jüdischen Immigranten aus der Sowjetunion begann, kamen etwa 1 Million Juden zurück nach Israel. Soon they discovered that there were at least 15% who were not Jewish, but Christians. Und man hat dann bald herausgefunden, 15% von denen sind gar keine Juden, sondern das sind Christen. The Jewish newspapers continue saying no, it's 30%, 40%. 60% non-Jews. Und die jüdischen Zeitungen sagen sogar, nein, es sind nicht 15%, es sind 30, 40, 50% Nicht-Juden, die hier eingewandert and sind. They presented that as a major problem for Israel. Und sie haben das dann auch dargestellt als ein größeres Problem für Israel. I would be happy with 30%. Also ich wäre sehr froh, wenn es 30% wären. That is 300,000 cryptic Christians. Das wären eben 300,000 kryptische Christen. We, the Catholic bishops, are studying seriously what to do in order to help these Christians keep their identity.
und wir als